Also. So, nach einer kleinen Trank- und Speispause ist das Glas auch fertig. Nehme ich das mal kurzzeitig aus dem Ofen. So. Und rüste mich schon mal für unsere neue Umgebung. Na, mach auf hier. Nee, mach zu. 264er Stacks. Glas dürften reichen. Kies habe ich dabei. Dürfte auch ein Stack reichen. Flintstone, weg damit. Eier müssen da noch weg. Sand kann hier rein. Eisen haben wir genug. Holz haben wir. Fences können rein. So, was noch? Knochen nehme ich mit. Das Fleisch nehme ich auch mit. Bisschen Weizen haben wir dabei. Erde. Den einsamen Pfeil, den räume ich mal hier rein. So. Und die Seeds. Die Axt nehme ich mit. Die Eier müssen noch weg. 6 Eier, perfekt. So. Da graut eh schon wieder der Morgen. Noch kurz überlegen, was ich brauchen könnte. Schaufeln habe ich, Spitzhacken habe ich. Steinaxt habe ich. Die Sense. Packe ich mal hier rein. Ist ja Wurst. So. Gut, dann. Ach ja, Wolle brauche ich. Muss ich in meine Wolletruhe greifen. Meine wollige Truhe. Immer das alles mit. Den Farbstoff nehmen wir noch mit. So. Es regnet. So, das Glas lege ich mir gleich mal parat. So, hoppala. Das wollte ich nicht. Denn wir brauchen sie ja noch. So. Hey, mach zu. Hier ist nicht Tag der offenen Tür. Und es regnet. Bäh. Und da draußen arbeiten, das ist ja auch nicht schön. Aber auch mal endlich wieder mal Regen in Minecraft. Hier sind ein paar rote Blümchen, wenn es wäre. So, jetzt suchen wir uns den Lavatümpel. Und bauen da eine schicke Bude hin. Was tue ich denn weg? Ein 64er Stack Glas tue ich weg. Habe ich nicht mehr Erde dabei? Doch, 64. So. Nehmen wir lieber mal die 64. So, egal was hier wegbrutzelt, ist mir gerade Wurst. So. So. So, jetzt haben wir zwar da bewegte Lava drin, aber Wurst. So. Mich wundert's, dass hier die Bäume nicht abbrennen. Obwohl hier doch eine Menge Hitze entstehen dürfte. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Und dann zimmern wir hier einen Glasboden drüber. Ist ja auch wunderprächtig. So. Ein Platz der warmen Füße. Jetzt habe ich hier nochmal bewegte Lava drin. Ist ja Wurst. Man kriegt das Ganze einfach mal einen schönen Touch.
Mir wird zwar hier immer das die Partikel hier durchblubbern. Und da ist ein 64 Stack Glas auch schon wieder futsch. Das gut, dass ich zwei mitgenommen habe. Und ich schätze, um einen Block wird es mir wieder nicht reichen. Wir kennen ja das Schauspiel, das passiert mal jedes Mal. So, so. So, so. So, so. Da mache ich Erde rein. Scheiß Skip hier. Nee, es reicht. Wunderprächtig. So, so, so. Die Löcher stopfen wir mal mit Erde. Dann ist sie ja aufgefüllt. So. Gut. Dann haben wir hier Lava. Okay. Ein Apfel. Setzlinge nehmen wir lieber auch mal. Nicht, dass sie die einpflanzen, die Drecksdinger. Und jetzt die gelbe Wolle. So. Perfekt. So, so. Oder nee. Den nehme ich weg. Ich hoffe, die Wolle fängt nicht das Brennen an. Wäre scheiße. Wenn die jetzt brennen anfangen würde, dann hätten wir alles umsonst gemacht. Aber wenn das Holz schon nicht brennt, wieso sollte es die Wolle tun? So, kurz mal umgeguckt. Ist ja doch nicht unbedingt so hell. So. So, so, so. Gut, jetzt regnet es aber gerade drauf. Jetzt, das könnte ja sein, dass das abkühlt. Jetzt haben wir hier einen schönen Grundriss. Ich könnte ja hier so machen. Dann kommt hier noch hier und hier das Ding her. Dann kommt hier so drei breites rein. Dann bräuchte ich hier irgendein Stüfchen. Leider kann man keine Wollstüfchen machen. Nein, da solltest du nicht hin. Da genauso wenig. So. Aber jetzt hier. So. Bauen wir hier die Wände. Fenster kann ich im Nachhinein auch noch rausschlagen. Und mir geht schon die gelbe Wolle aus. Ist ja auch toll. So, dann färbe ich mir halt noch einen 64er Stack um. Ich baue es ja sowieso. Na, das Lied ist ein bisschen krank gerade. So, nächstes bitte. So. Schon eher. Immer wunderschöne 8-Bit-Mucke. So. Schöne hohe Räume. So, so. Wieso habe ich jetzt hier zwei übereinander gehabt? Hä? Aber ich glaube, ich gleich die Fenster rausschlagen, weil sonst reicht mir die Wolle nicht. Oder um einen verschissenen Block. So, vorsichtig runter. So, wo mache ich hier im Fenster rein?
glaube, hier muss eine Doppeltür rein. Dann sieht das ein bisschen komisch aus. Genau. Schon habe ich die zwei Wollblöcke wieder. So. So, jetzt muss ich gucken, wo ich hier Fenster reinmeißel. Nee, ist doof. Kommt hier so ein Fenster rein. Hier auch. Wenn die Fenster nicht in die Breite gehen können, dann machen wir halt hohe Fenster rein. Kann man die mit der Schere schneller abbauen? Da ist sie. Ja, perfekt. Dann kommt hier noch ein hohes Fenster rein. Und dann war es. So, der Innenausbau, der muss noch ein bisschen warten. Da muss ich noch ein bisschen gucken, was ich da mache. Ein Crafting Table könnte ich brauchen. Dass ich mir hier ein paar Glasscheiben machen kann. So. Zack, 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 zack. 16 Stück. Dürften reichen. So, so nimmt unser Wollgebäude auch Formen an. So. Nein. Nein, jetzt ist es kaputt. Das fand ich ursprünglich besser gelöst, dass es nicht kaputt gehen kann. So, jetzt brauche ich zwei Türen. So, 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 so. Türen, zwei Stück. So, noch eine Tür. Schöne Türen. Hat schon irgendwo Stil. Muss man zugeben. So. Was mache ich jetzt hier noch? Wird es jetzt dunkel oder kommt es mir nur so vor? Ich glaube, es wird dunkel. Ich laufe mal zurück, um mich schlafen zu legen. Dann mache ich gleich wieder am Häuschen weiter. Aber ich könnte da noch eine Runde drehen auf.